Hallo meine lieben Sportler, einige haben es sicher schon gehört. Ich habe ja bei meinem letzten Video gesagt, dass mich so ein Vollidiot vom Fahrrad geschmissen hat. Ich erzähle euch mal mehr, wenn wir uns wieder in der Halle sehen. Und jetzt ist ziemlich Drama noch passiert. Ich habe totale Amnesie gehabt, ich war bewusstlos, bin Krankenwagen abgeholt. 14 Tage später war es eigene Schuld. Warum auch immer, es hat ein bisschen geregnet. Eine Strecke, die ich 1000 Mal gefahren bin, kurz vor der Haustür. Ja, muss ich mich irgendwie, ich weiß nicht, ob ein Auto dabei war, was Fahrerflucht gemacht hat. Ich bin jeweils auf den Kopf geflogen, Gehirnerschütterung, Nasenbeinbruch, Ellbogen ist kompliziert gebrochen und nur einige Schürfwunden und. War im Krankenhaus jetzt eine Woche, bin operiert worden, lauter Eisen drin im Gelenk. Das heißt aber für mich, lange Rede, tut mir total leid, ich habe ja so den Ehrgeiz gehabt, bis zum Ende, bis wir uns in der Halle wiedersehen, Videos aufzunehmen. Das geht jetzt leider nicht mehr. Aber ihr habt ja inzwischen 33 YouTube-Videos, ne? Macht natürlich irgendwas Älteres, wo euch die Musik besonders gut gefällt, bis ich wieder fit bin. Ich habe gerade mit der Katrin Dunsch gesprochen von der Geschäftsstelle. Das geht ja sehr wahrscheinlich im Juli oder spätestens im August, vielleicht schon ein bisschen früher, in der Halle wieder los. Ich darf allerdings 6 Wochen den Arm überhaupt nicht belasten. In der Woche kommt der Gips zwar ab, aber dann darf ich nur für dich Bewegung machen, ohne jeden Widerstand, ohne jedes Gewicht. Und da frühestens in 6 Wochen wieder langsam anfangen, belasten. Aber ich guck mal. Vielleicht klappt es so genau mit der Öffnung in der Halle, dass wir uns da wiedersehen. Und ich fange schon mit ein bisschen soften Gymnastik an. Beziehungsweise mache nicht alle Übungen mit und quäle euch trotzdem ein bisschen. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt doch ausfalle. Ich wollte unbedingt durchhalten. Bis zum Hallensport, aber jetzt hat es mich gebeutelt, gleich 2-mal mit dem Rad. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei den Videos oder macht bei der Bettina mit oder wo auch immer. Und ich hoffe, wir sehen uns bald in der Halle. Tschüss, macht's gut.